Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Far Cry 3. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben, immer noch auf der Suche nach den ganzen Sachen hier. Wir haben, glaube ich, alle Nebenmissionen abgeschlossen oder es fehlen noch ein, zwei. Und die können wir entweder machen oder wir sammeln jetzt halt noch die letzten Sachen. Ich würde sagen, Briefe haben wir letztes Mal alle noch gesammelt. Das heißt, wir machen jetzt noch die letzten zwei Aufgaben. Einmal die Fahrt des Jägers Aufgabe. Ich klicke schon auf das Falsche, ey. Oh Gott. So lange nicht mehr gespielt und so lange nicht mehr Let's Played, denn ich habe zuletzt vor ungefähr fast 3 Wochen Let's Played, weil ich ja jetzt einen Job bekommen habe, beziehungsweise mir selber organisiert habe und ja, ich habe relativ viel im Voraus produziert, einfach aus dem Grund, weil ich ja jetzt arbeite, ein 3-Schichten-System und ja, ist ein bisschen komplizierter geworden. Ich bin sogar richtig losgelaufen, das ist doch ganz gut. Okay, einfach nach unten. Ich weiß jetzt nicht, wieso neben mir was explodiert ist. Oder hier unten? Huh? Alles klar. So, welche Höhle ist denn gemeint? Ich denke, die links von uns. So. Okay. Haben wir eine Pistole? Ne, natürlich nicht. Gib mal die Pistole her. So, 120 Schuss, ja, es sollte auch ausreichen. Erstmal alle Waffen nachladen, das ist so das, was ich gerne tun will. Okay. Ich brauche aber noch in der Herstellung einmal einen ganz gewissen Trank, beziehungsweise eine ganz gewisse Spritze. Und zwar den tödlichen Jäger. Tun wir mal auf Stinktier, dann können wir den auch direkt benutzen. Keine Sorge, also der Bär wird gar kein Problem. Ich dachte schon, da ist schon der nächste. So. Ja, es leckt aber trotzdem noch. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass immer wieder noch leckt. Man muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das am Anfang gar nicht hatte, dieses Problem, oder? Also in den allerersten Let's Plays lief es eigentlich super flüssig. Auch die Weltkarte hat sich schnell geöffnet und alles. Und ich weiß jetzt nicht, wieso das jetzt so ist. Wo bin ich überhaupt auf der Karte? Da. Dann kann ich hier das Relikt holen neben mir. Da habe ich ja schon mal was zu tun. Ich kann euch ja etwas über meinen Job erzählen. Momentan arbeite ich bei einer Firma. Ich darf jetzt halt nicht alles sagen. Sonst wüsstet ihr sowohl meinen Wohnort und ganze Betriebsgeheimnisse. Und das darf ich halt nicht. Und ich arbeite halt in einer Firma. Die stellt halt Plastikkisten her sozusagen. Und also Faltboxen könnte man sagen. Ja, also ich habe da Maschinen, die produzieren aus Granulat, machen die halt im Plastifizierungsvorgang Plastik draus und aus diesem Kunststoff halt produziert man halt mit der Maschine solche Faltboxen oder wir stellen zum Beispiel Sprinter für Wischmops her oder so, aber wie gesagt, das ist halt nur so ein Job, damit ich später mein Studium finanzieren kann. Ich werde da nur 4 Monate arbeiten, weil das ist echt ein Job, der ist irgendwie, in meinem Gefühl ist es irgendwie unter meiner Würde. Ich fühle mich halt richtig unterfordert. Ich sitze halt da, beziehungsweise ich muss stehen und halt dauerhaft irgendwelche Faltboxen produzieren und das einfach immer wieder die gleichen Griffe. Es gibt nichts, was einem fordert oder einen wirklich anstrengt, wo man nachdenken muss oder so, sondern einfach nur Gehirn abschalten, 8 Stunden lang irgendwelche Boxen herstellen. Da denke ich mir auch so, ist das wirklich der Weg, den ich irgendwann mal gehen wollte? Nein, ist es auch nicht, weil für mich wäre das tatsächlich gar nichts und ich kann damit auch gezwungen nichts anfangen. Also wenn ich irgendwann mal jetzt kein Studium, Ausbildung oder sonst was hätte, würde ich in so einem Job nie und nimmer arbeiten. Aber das ist allen ihre eigene Sache. Also jeder kann da selber entscheiden. Ich habe da auch einen Typen, der arbeitet da seit 20 Jahren und denen gefällt dieser Job sehr.
Und ja, wenn er ihm gefällt, dann ist es halt so. Für mich ist es leider nichts. Da muss man halt jedes Mal persönlich schauen. So. Fahren wir da mal los. Ja, klar. Machen wir. Neben uns wäre direkt ein Relikt gewesen. Aber naja, ich bin natürlich doof. Ich bin natürlich doof und will zweimal laufen. Yay. Naja, aber was mache ich noch? Also ich bediene auch diese Maschinen teilweise. Leider muss ich sagen, dass diese Firma recht schlechte Anweisungen gegeben hat, was das Bedienen und alles ist. Also man hat einen direkt an so eine Maschine gestellt und man sollte halt solche Faltboxen machen. Und wir haben halt 20, 30 verschiedene Maschinen. Und halt dieses Bedienen wurde recht spärlich erklärt. Es wird einfach nur erklärt, ja, wenn die Maschine stehen bleibt, öffne die Tür und hol das Teil da raus. Es wurde aber nicht erklärt, dass ich Material nachfüllen muss oder so. Oder dass ich mich halt darum kümmern muss, weil ich kenne diese Maschinen ja noch nicht. Und ja, dass das nicht erklärt wurde, fand ich ein bisschen schade, aber naja. Ich finde das generell ein bisschen unorganisiert. Also kommt ein recht unorganisiert rüber, aber ich weiß es halt nicht. Also, wie gesagt, ich bin erst seit 3 Wochen und ich muss halt schauen, dass ich mein Bestes daraus mache. Haben wir keine Nebenmission mehr? Dann sammle ich jetzt erstmal ein paar Relikte. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Da. Haben wir hier noch Relikte in der Nähe? Nein. Das nächste Relikt wäre das hier. Dann gehen wir mal zum nächsten Relikt. Also wie gesagt, ist halt mit der Arbeit eigentlich recht umständlich momentan, dass ich da nebenbei noch Let's Playen könnte oder so. Und das finde ich ja ein bisschen schade. Ich gebe mir halt Mühe, dass ich immer wieder mal Zeit finde. Also heute Morgen habe ich zum Beispiel Zeit gefunden. Ich muss jetzt in einer Stunde auch los zur Arbeit, deswegen kann ich 2 Folgen produzieren. Und ja, mehr schaffe ich leider nicht heute. Aber morgen dafür nochmal vielleicht 2 Folgen und dann nochmal. Und das halt 5 Mal. Und dann hätte ich 10 Folgen und dann hätte ich für die nächste Woche auch noch ausgesorgt. Aber danach arbeite ich halt wieder in der Nachtschicht. Und da in der Nachtschicht wird das wieder ein bisschen kompliziert, was aufzunehmen. Da muss ich mich mal ein bisschen umschauen. Ich habe gerade eine Stimme gehört, was mir ein bisschen Angst gemacht hat. Ist hier überhaupt jemand? Das Relikt ist hier oben drauf und da macht schon Geräusche. Ja, ich höre die Stimme immer noch. So. Hey, 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 ho. So. Dann können wir auch direkt mal weiterschauen. Also die Relikte, die geben auch mega viele Erfahrungspunkte. 250, das ist gar nicht so wenig. Als nächstes können wir zu dem gehen. So. Haben wir eigentlich noch Sprintschübe? Das interessiert mich mega. Wo war das? Bei Medizin? Nee. Spezial? Nee. Forschung? Ja. Sprintschub. Ja, ich habe jetzt die letzte Zeit relativ viel Rayman gespielt. Autsch. Ich achte nicht mal mehr auf meine Lebensanzeige, wenn ich da jetzt gerade so hingucke. Ach man. So, dann können wir uns direkt mal einen reinknallen. Damit wir halt den Weg ein bisschen schneller laufen. So. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch so zu erzählen hätte. Also, wie gesagt, das ist halt alles, was ich momentan so tue. Ich arbeite auch morgens, also einmal von 6 Uhr bis 14 Uhr, dann von 14 Uhr bis 22 Uhr und von 22 Uhr wieder bis 6 Uhr. Und bis jetzt fand ich die Nachtschicht eigentlich am angenehmsten, weil in der Nachtschicht ist es halt eigentlich, also in jeder Schicht ist es verboten, Musik oder so währenddessen zu hören. Aber in der Nachtschicht juckt das einfach keinem. Da sagt der Schichtleiter einfach, ja, der Chef kommt sowieso nicht vorbei. Und Musik hören ist da gar kein Problem. So, wie kommen wir jetzt nur nach da unten hin? Die wollen uns da unten hinschicken und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ich meine, gibt es hier. Ach, hier vorne wahrscheinlich rein und dann. Ja, denke ich mal. Sieht so aus. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie sterbe.
Nein, 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 nein. Ach, ja, ich dachte, hier unten wäre Wasser oder etwas ähnliches, wo man halt wie sonst auch immer reinrutschen kann. Aber das ist halt nicht so. Schade. Jetzt bin ich einfach gestorben. Einfach so. Können die da nicht ernst meinen? Ach, nee. Inventar habe ich natürlich nichts, weil ich ja nichts verballert habe. Es gibt ja keine Gegner mehr. Das ist auch immer so ein bisschen komisch in dem Spiel. Ich finde es halt cool, dass man Stützpunkte und so hat, aber es gibt einfach gar keine Gegner mehr. Ich finde es halt auch so der Verdienst, den man geschafft hat, aber dass wirklich niemand mehr da ist, finde ich teilweise ein bisschen schade. Hier, ich kann hier doch einfach hochklettern, oder? Ich hoffe, das ist so, dass ich hier einfach hoch kann. Wenn nicht, wäre es halt doof, aber Moment mal. Ich habe jetzt auch nicht mal mehr die Spritzen, oder? Ne, ich habe die rein theoretisch nicht hergestellt. Das heißt, habe ich wenigstens hier vorne das Relikt als abgeschlossen, speichert das dann wenigstens oder als Checkpoint? Ja. Hier hinten war das ja, ne? Das wird gespeichert, aber alles, was danach passiert ist, gilt anscheinend nicht mehr. Vielleicht kann ich auch in diese Höhle rein. Hoffe ich mal. Oder diese Höhle führt halt einfach nur zum an zur anderen Seite. Ah, vielleicht? Ja, doch, sieht eigentlich ganz gut aus. Autsch. Ich dachte schon, ich falle hier ins Nichts. So, jetzt hier einfach hoch. Hopp, hopp, hopp. Das heißt, das hier wäre der eigentliche Eingang gewesen. Oh, hoch, 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 hoch. So. Und da hinten wäre der Ausgang. So, das Geld kann man auch nehmen. Habe ich bis jetzt immer noch nicht genommen. So. So 39 von 40. Wir haben gar nicht mehr so viel. Ich dachte schon, wir müssten noch ganze 100 noch was. So. Ach ja, wieso kletter ich hier hoch, wenn ich eigentlich wahrscheinlich nicht mal mehr in die Nähe hier hin muss? Als nächstes Relikt hätten wir das hier, okay. Ja, da kann ich doch eigentlich raus, kurz das Fahrzeug nehmen und dann dahin. Das heißt, ich markiere mal kurz das Fahrzeug. Das habe ich bis jetzt auch kein einziges Mal gemacht, oder? Also ein Fahrzeug markiert. Finde ich auch ein bisschen komisch, weil man die meistens einfach durch Zufall sowieso am Rand findet. Und es jetzt sowieso nicht mehr markiert. Hä? Wieso das denn? Gerade eben stand hier doch noch. What? Das ist einfach verschwunden. Alles klar, klingt fair. Klingt einfach fair. Deswegen markiert man die nicht. Wenn man die markiert, verschwinden die einfach. Was soll das? Mega unfaire Spielmechanik. So, ich habe heute aber das Glück, dass ich nicht um 6 Uhr morgens aufstehen muss. Also 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr Arbeit. Sondern ich fange heute um 10 Uhr an. Yay. Stopp, 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 stopp. Nehmt mich jetzt mit. So. Oder ihr steigt aus und gebt mir das Fahrzeug. Von mir aus, also so kann man das auch regeln. Oh, wir haben gerade einen Vogel überfahren. Was? Der ist einfach gegen die Fensterscheibe geknallt und implodiert. Explodiert. So. Ich sag immer wieder implodiert. Ist einfach, ich habe das Wort so oft gebraucht, dass ich jetzt Explosion nicht mehr nutze. Implosion ist nämlich, dass es sich erst zusammenzieht und dann auseinander explodiert. Also weil es sich halt zu sehr zusammengezogen hat. Oh, hier gibt's Gegner. Ne, hier gibt's keine Gegner, hier gibt's meine Leute. Ich mach meine Leute gleich zu Gegnern, wenn das so ist. Nur ich komme hier gerade nicht rein, hä? Gibt's keinen Weg, wo man reinkommt? Muss hier irgendwie. Hä? Mal nachdenken. Muss ich von da oben
mit einem Gleiter oder so da drauf. Ich weiß es nicht. Probier es einfach mal aus, weil ich sonst keine andere Möglichkeit finde. Oh Gott. Gib mir mal eine Sekunde, dann komme ich da locker drauf. So. Komm schon. Perfekt. Achso, okay, hier muss ich gar nicht öffnen. Wo haben wir denn das Relikt? Da. Und da ist, glaube ich, der Ausgang, okay. Das heißt, man kommt hier wirklich nur darüber hoch. Laufen wir einfach hier mal raus. So, was hätten wir danach Tolles? Hier irgendwo in der Nähe war noch eins. Da, genau. So weit ist das gar nicht weg. Das sind 300 Meter. Das heißt, wir können nochmal so einen Sprintschub reinknallen. Bam. Und dann müsste ich gleich auch die Folge beenden. So in 3 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt in Anspruch nehmen wird. Okay. Das war doch ganz gut hier vorne. Der Wingsuit ist echt erstaunlich schnell, aber das verstehe ich auch im Flug, dass man so schnell ist. Und wir haben den Schub eigentlich gerade perfekt ausgenutzt. So, und genau jetzt im Wasser angekommen. Oh wow. So sollte das nicht sein. Ich sollte nämlich erst auf diesen Stein hüpfen, dann auf den. Da! Komm schon, muss ich da mit Sprint hin? Ja, okay. So. Hier nochmal hoch. Oh, ist das anstrengend. Eigentlich frage ich mich, ob man die Relikte wirklich. Hey, wieso hat das so ein anderes Geräusch gemacht? Ob man diese Relikte während der Mission eigentlich einsammeln könnte, die meisten. Also, ich weiß nicht, so ein 100% Run, ob das halt eher sinnvoll ist, das so einzusammeln. Ich habe es halt bis jetzt nie wirklich komplett alle nebenbei gesammelt. Ich habe die halt komplett ignoriert. Und wenn man mal bedenkt, dass die eigentlich so viele Erfahrungspunkte geben und im Endgame ja eigentlich gar nichts mehr bringen. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so lohnenswert ist. So. Ach, wir sind im Stützpunkt. Ah, okay. Ja, dann schaue ich doch mal, was ich hier am besten machen kann. Also ich muss ja als allererstes hier raus. So. Ach, die sind alle böse. Oh. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil gemacht. Das einzige Gebiet, das halt noch böse ist, weil es hier sozusagen die letzte Bastion ist. Und ich muss ja irgendwie raus, da. Perfekt. Okay. Ich bin trotzdem näher zum Relikt, als das von anderen Ort aus möglich wäre. Ist aber trotzdem echt weiter Weg. So. Okay. Mit der Reliktsuche ist das echt irgendwie ganz cool gemacht. Also hier nebenbei mal diese ganzen Relikte einzusammeln, finde ich gar nicht so schlimm. Oh, ein Auto. Das könnte ich auch nehmen, statt da drüber zu springen. Und ich glaube, so lange brauchen wir dann gar nicht mehr für die ganzen Relikte. Also ich kann ja bald schon mit dem Thema YouTube anfangen, was ich da so persönlich zu halte. Hoppala. Und ja, damit fangen wir, glaube ich, sogar in der nächsten Folge einfach mal an. Weil später habe ich dann die ganzen Relikte gesammelt und habe immer noch nichts darüber erzählt. Nur ich würde halt gerne mehrere Folgen darüber erzählen, ich weiß nicht. Wenn ich halt gleich zur Arbeit muss und das schon die zweite Folge wäre. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob eine Folge wirklich ausreicht. Alles klar. Moment, ich muss ganz kurz nach oben. So. Ich fand es nur gerade interessant, dass der Typ da war.
Okay, Leute, dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und haut raus und bis demnächst. Ciao.